Ja, also erstmal ein Kompliment an den Gegner, an die Drille von Eimsbüttel vom ETV. Die haben aus meiner Sicht haben alles aus ihren Möglichkeiten rausgeholt, so wie das für mich aussah. Die haben gut gestanden, haben wenig zugelassen. Also wir haben nicht so viele Torchancen uns herausspielen können, wie wir es sonst oft hinkriegen und wie wir es gewollt haben. Haben selber auch gut gekontert, die haben tief gestanden aus meiner Sicht und haben damit uns das Leben eben sehr schwer gemacht. Erstmal ist der Punkt gut, das ist wichtig für uns. Wollen jetzt im Mittelfeld da oben unter den ersten 10 bleiben, damit wir natürlich in der Kreisklasse nicht absteigen. Ich würde sagen, heute, am Donnerstag eher gesagt, haben wir nochmal eine ganz andere Taktik, ein neues System gewählt. Das haben wir auch in dieser einen Trainingseinheit wirklich nur trainiert, das heute komplett umgesetzt mit dem 4-1-4-1. Haben gut die Außenverteidiger breitgestellt, hochgestellt, genauso wie die Mittelfeldspieler den Sechser zentral spielen lassen zwischen den beiden Innenverteidigern. Hat heute super funktioniert. Unser Stürmer hat immer versucht, nach innen zu laufen, sozusagen den Innenverteidiger anzulaufen, dass er wirklich nur in die eine Position kann. Und da wollten wir dann drauf gehen. Also wir sind wirklich sehr zufrieden. Ja, wir haben jetzt nächste Woche das letzte Spiel in diesem Jahr, das letzte Punktspiel in diesem Jahr. Das ist dann gegen UH Adler, das ist unser direkter Konkurrent, die eben auch 2 Punkte hinter uns sind, Punkt und Tor gleich mit Palomayer. Und ja, das wird natürlich ein interessantes Spiel auswärts bei denen auf dem Kunstrasen. Ein ernstzunehmender Gegner und wir wollen unbedingt uns da gut verkaufen und wenn es geht, natürlich gewinnen. Und dann gehen wir in die Winterpause. Nächste Woche Urania, heim bei uns an der Bundesstraße. Kommt alle vorbei, falls jemand zuguckt. Wir spielen gegen Urania, genau. Die sind nah an uns dran. Punkt gleich, glaube ich, sogar fast. Wenn wir jetzt diesen einen Punkt dazu haben, muss ich selber nochmal nachgucken. Aber wir treten ähnlich auf wie auch heute. Versuchen unser Spiel durchzudrücken, dann natürlich heim. Versuchen wieder viel über Außen zu spielen, unseren starken Stürmer einzusetzen. Und dann wird uns das auch gelingen.